Der Verschluss hat die Aufgabe, das Gewehr zu verschließen, das heißt, das Patronenlager nach hinten abzudichten. Ferner hält er natürlich das Gewehr zusammen. Bei den Repetierern haben wir einen Kammer- oder Zylinderverschluss, näher bezeichnet nach den Herstellermodellen. In diesem Fall handelt es sich um eine Mauser Modell 98. Bei den Selbstladewaffen, ebenfalls ein Gewehr mit starrem Lauf, haben wir einen Masseverschluss vom Prinzip her, näher bezeichnet wiederum durch die Hersteller. Hier in diesem Fall haben wir die Heckler & Koch Selbstladebüchse mit Rollenverschluss. Bei diesem Gewehr mit starrem Lauf schließlich haben wir einen Blockverschluss. Bei den Kipplaufwaffen kennen wir zunächst einmal den Greener Verschluss, den Kerstenverschluss, den Pördelverschluss, den Flankenverschluss und den Laufhaken oder Keilverschluss. Beim Greener Verschluss haben wir eine Laufschienenverlängerung mit einem Loch in der Mitte. Durch dieses Loch kommt ein Bolzen zur Verriegelung. Auf der Basküle haben wir beim Greener Verschluss eine Einfräsung. Wenn wir die Waffe zerlegen, sehen wir hier zwei Laufhaken. An diesen beiden Laufhaken befinden sich hier und hier eine Einfräsung. Hier kann eine Verriegelung greifen. Wir haben bei diesem Greener Verschluss also neben der Verriegelung hier oben, hier unten eine doppelte Laufhakenverriegelung. Dies kann man auch sehr schön hier in der Basküle sehen. Diese beiden Zapfen bewegen sich. Sie kommen von hinten nach vorn, um zu verriegeln. Beim Kerstenverschluss haben wir zwei seitlich angebrachte Verlängerungen mit jeweils einem Loch zur Verriegelung. Wir haben auf der Basküle zwei Einfräsungen. Der Kerstenverschluss ist im Prinzip nur eine Übertragung des Gedanken des Greener Verschlusses auf eine Bockwaffe. Da die Verriegelung hier oben unter Umständen ausreicht, um den Gasdruck abzufangen, ist es mitunter üblich, dass beim Kerstenverschluss sich keine doppelte Laufhakenverriegelung wie beim Greener Verschluss an der Waffe befindet. Deshalb empfiehlt es sich beim Kerstenverschluss immer dazu zu sagen, ob der Verschluss keine, eine einfache oder eine doppelte Laufhakenverriegelung hat. In diesem Fall, wir sehen dies bei zerlegter Waffe, haben wir einen Kerstenverschluss mit doppelter Laufhakenverriegelung. Bei dieser Waffe hier fällt auf, dass es sich um eine sehr schlanke, elegante Waffe handelt. Diese Waffe hat, wie ich vorhin bereits sagte, einen Pördelverschluss. Wir sehen hier zunächst einmal
bei geöffnetem Zustand, dass die Basküle oben geschlossen ist, sich keine Einfräsung auf der Basküle befindet. Wir sehen, dass hier ein bisschen etwas ist, aber viel kann man so nicht sehen. Wenn ich die Waffe zerlege, dann sehen wir hier am Lauf eine kleine Nase, die sogenannte Purdey-Nase. Diese Nase ist so klein, dass es über den Drehmoment gelingt, diese Nase in der Basküle zu verriegeln, ohne dass an der Oberseite der Basküle eine Einfräsung erforderlich ist. Hier sehen wir doppelte Laufhakenverriegelung. Die Laufhaken entsprechen groß dimensioniert, sodass viele Quadratmillimeter Auflagefläche zur Verriegelung entstehen. In der Basküle sehen wir im hinteren Bereich, dass auch hier eine Verriegelung erfolgt. Ebenfalls die doppelte Laufhakenverriegelung im unteren Bereich ist gut zu erkennen. Bei dieser Bock-Doppelflinte, es handelt sich um eine Beretta-Bock-Doppelflinte, haben wir einen Flankenverschluss. Es befinden sich an der Seite des Laufbündels, an den Flanken, Bohrungen, in die Zapfen, welche aus der Basküle kommen, die Waffe verriegeln. Dies wäre der Flankenverschluss. Der Laufhaken oder Keilverschluss, den wir an dieser FN-Bockdoppelflinte vorfinden, verriegelt die Waffe ausschließlich unten am Laufhaken. Ansonsten erfolgt keine Verriegelung. Beim Zerlegen der Waffe wird dies deutlich. Hier an den Laufhaken stehen viele Quadratmillimeter Auflagefläche zur Verriegelung zur Verfügung. Ein Blick in die Basküle. Auch hier ist schön sichtbar, wie der Keil nach vorne kommt und verriegelt. Diesen Laufhaken oder Keilverschluss hat auch die Blaser-Bockbüchsflinte. Man sieht hier die Aussparung, in die ein Keil eingreifen kann. Bei zerlegter Waffe wird auch dies besser erkennbar. Hier sehen wir den Laufhaken und die vorgesehene Aussparung für den Keil. Wir kennen also bei Kipplaufwaffen den Greener-Verschluss, den Kersten-Verschluss, den Purdey-Verschluss, den Flankenverschluss und den Laufhaken- oder Keilverschluss. Betrachten wir die Basküle, Greener-Verschluss, eine Einfräsung auf der Basküle, Kerstenverschluss, zwei Einfräsungen auf der Basküle. Purdey-Verschluss, keine Einfräsung auf der Basküle. Flankenverschluss, keine Einfräsung auf der Basküle.
Laufhaken oder Keilverschluss, keine Einfräsung auf der Basküle. Betrachten wir die Laufbündel. Greener Verschluss, eine Laufschienenverlängerung. Kerstenverschluss, zwei Verlängerungen. Pördeverschluss, die Pördenase. Beim Flankenverschluss erfolgt die Verriegelung an den Flanken und beim Laufhaken oder Keilverschluss keine Verriegelungsmöglichkeit außer an den Laufhaken. Nachdem ich Sie mit den Verschlüssen einer Kipplaufwaffe vertraut gemacht habe, möchte ich Sie nun mit dem Begriff Schloss oder System bekannt machen. Wenn ich einen Repetierer nehme, dann haben Sie gelernt, es handelt sich um einen Kammer- oder Zylinderverschluss. Nehme ich diesen Zylinder heraus, dann sage ich, ich habe das Schloss entnommen. Verschluss und Schloss hängt also hier mittelbar zusammen. Bei Selbstladewaffen verhält es sich genauso. Wir sagen, es ist eine Selbstladebüchse, Modell Heckler & Koch. Bei diesem Waffentyp mit diesem Blockverschluss sagen wir, die Waffe hat was für einen Verschluss, einen Blockverschluss. Was für ein Schloss hat diese Waffe? Ein Blockschloss oder Fallblockschloss oder Fallblocksystem. Bei den Kipplaufwaffen ist dies etwas anders. Hier sehen wir das Schloss eines Krieghoff-Drillings. Betrachten wir hier unten die schematische Anordnung von Abzug, Stange, Schlagfeder und Schlagstück. Wenn diese Hauptteile des Schlosses oder Systems, nämlich Abzug, Stange, Schlagfeder und Schlagstück, wenn diese fünf Teile auf dem Abzugsblech montiert sind, dann sprechen wir vom Blitzschloss. Wenn diese fünf Teile in den Kasten oder die Basküle einer Waffe hineingebaut sind, dann sprechen wir vom Kastenschloss oder Anson- und Delay-System. Und wenn diese Teile beispielsweise auf herausnehmbaren Seitenplatten montiert sind, dann sprechen wir von Seitenschlossen. Hier in diesem Fall sehen wir hier das Schlagstück, hier sehen wir die Schlagfeder und wir sehen hier flach drin liegend die Stange. Beim Seitenschloss sind alle wesentlichen Teile auf herausnehmbaren Seitenplatten montiert. Beim Kastenschloss sind alle wesentlichen Teile in den Kasten hineingebaut. Dieses Schloss wird auch Anson- und Delay-System genannt. Beim Blitzschloss sind alle wesentlichen Teile auf dem Abzugsblech montiert. Dieses Schloss lässt sich sehr leicht verlegen.